Von Leinefelde bin ich heute einmal mit der Bahn nach Nordhausen gefahren. Auf dem Schienenwege ist Nordhausen von Halle-Leipzig, von Erfurt, von Kassel und auch vom Harz von Herzberg aus leicht zu erreichen. Weil ich an diesem Tage in Nordhausen auch noch etwas Freizeit hatte, möchte ich einmal den Petersberggarten besuchen. Nicht weit vom Bahnhof entfernt, in zentraler Lage von Nordhausen, erstreckt sich hier ein Naherholungsgebiet mit Barcharakter, der Petersberg. Im Jahre 2004 wurde hier die 2. Thüringer Landesgartenschau präsentiert. Somit wurde der Petersberg mit seinem Petersberggarten, dem Petersbergplatz und dem Frauenbergkloster zum zentralen innerstädtischen Schwerpunkt der Landesgartenschau. Höhenunterschiede von mehr als 15 Meter und eine außergewöhnliche Landschaftsstruktur prägen hier das Areal. Dieses Kunstwerk deutet auf die traditionelle Kornbrennerei in Nordhausen hin. Der Besucher hat hier einen ausgezeichneten Blick über die Stadt in Richtung Kyffhäusergebirge und Hainleite. Die gesamte südliche Hanglage ist terrassenförmig angelegt und bietet viel Platz zum Erholen. Weithin sichtbar ist der unter Denkmalschutz stehende Petriturm. Unterteilen tut sich dieses Gelände in zwei Bereiche, nämlich den Petersberggarten mit Bellevueplatz und den Petersbergplatz. Jahreszeitlich wechseln hier auf dem Petersberg die Bepflanzungen und bieten den Betrachtern auch Anregungen für den heimischen Garten. Das ganze Jahr über ist der Park zugänglich, so in den Monaten von März bis Oktober von 9 bis 21 Uhr und vom November bis Februar von 9 bis 18 Uhr. Viele Veranstaltungen werden hier auf dem Gelände durchgeführt. Traditionell gibt es aber jedes Jahr hier das Ostereiersuchen, das Sommerkino oder ein Lichterfest im Herbst. Zur Geschichte des Petersbergs kann man sagen, er war schon seit dem 11. Jahrhundert besiedelt und bestand aus schmalen, verwinkelten Gassen, Gärten, in deren Mitte sich die Petrikirche befand. Bei Bombenangriffen 1945 wurde der Petersberg völlig zerstört. Die Stadt Nordhausen wurde zwar nach dem Zweiten Weltkrieg zu DDR-Zeiten wieder aufgebaut, aber der Petersberg blieb eine einzige Brachfläche. Erst nach einem Beschluss der Landesregierung 1998, hier die Landesgartenschau von Thüringen auszurichten, ergab sich für Nordhausen und den Petersberg eine große Chance, das Gelände wieder neu herzurichten. So
Somit wurden hier die letzten Nachkriegsschäden auf einer der größten innerstädtischen Brachflächen beseitigt und man hat nachhaltige Impulse gesetzt. Einer der nächsten kulturellen Höhepunkte hier am Petersberg wird ein Open-Air-Konzert der Buddies am 25. August 2012 sein. Somit ist der Petersberg eines der schönsten Ausflugsziele für Familien in Nordhausen. Und mit den fleißigen Hummeln hier auf den Blumen möchte ich mich nun verabschieden. Und ich hoffe, dass ich mal wieder ein paar Anregungen für einen Wochenendausflug gegeben habe.